Herzlich willkommen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin Astrologin, Medium und ich beherrsche die Kunst des Kartenlegens. Ich biete auch Beratungen an, Videoberatungen auch, und diese Videoberatungen bleiben nach wie vor anonym. Diese Aufnahme ist auch eine Videoberatung. Meine Klientin heißt Traudel. Liebe Traudel, ich hoffe, ich darf mir das erlauben, du zu sagen. Das ist jetzt dein Video und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. Ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen. Ich beschreibe kurz deine Situation. Ich möchte nichts ausplaudern, nur damit man versteht die Zusammenhänge. Du fühlst dich in Arbeit ausgenützt, bist getrennt, hast du aber eine Beziehung, was du als On-Off-Beziehung bezeichnest. Ich muss noch dazu sagen, du wurdest adoptiert und die Frage ist, wann werde ich endlich glücklich sein? Und ich beginne schon das Horoskop zum Deuten. In diesem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, standen die Sterne über dir. Wie eine Landschaft. Natürlich bewegen sie sich, aber für diesen Augenblick, dieser Moment, wo du die erste Atemzug geholt hast, bleiben für einen Moment stehen. Das ist wie eine Momentaufnahme. Und das ist diese Landschaft, das ist dieser göttliche Plan, dein Lebensplan oder dein Schicksalsweg. Und es ist nichts anderes als die Geburtshoroskop. Natürlich sind wir dazu nicht gezwungen, diesen Lebensplan zu leben, nur das ist dafür da, das ist das ideale Lebensweg. Was machen wir Menschen? Wir machen immer Umwege oder sind wir manchmal in einer Sackgasse und suchen wir einen Ausweg, bis irgendwas kommt, was uns in den richtigen Weg lenkt, damit wir in diesem Weg auch bleiben. Das Wunderbare daran ist, dass unsere Seele kennt diesen Plan, damit ist vertraut. Und das ist die beste Ratgeber unserer Seele, dieser Sprache der Seele. Was ist es überhaupt? Das ist nichts anderes als unsere Intuition oder unsere inneren Stimme kennt auch diesen Plan. Also eine gute Wegweiser. Nun, in diesem Moment, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Wassermann in Osthorizont aufgestiegen, wie ein Sonnenaufgang, und schenkte dir ein Kostüm. Du kannst es so vorstellen, das Leben ist wie ein Theaterstück. Natürlich, du spielst die Hauptrolle in diesem Theater. Du hast zwar diesen Plan, deine Seele kennt es auch, aber eigentlich, du schreibst die Drehbuch. Und du willst auch, mit welchem Schauspieler du dieses Theater spielst. Die Kostüme hast bekommen. Dein Kostüm ist die Tierkreiszeichen Wassermann. Das verleiht dir Leichtigkeit. Du siehst außergewöhnlich aus, ungewöhnlich. So nehmen sich die Menschen wahr. Auch wenn das nicht unbedingt deinen Charakterzüge entspricht oder dein Gefühlszustand, aber du trägst dieses Kostüm und so bist du auch wahrgenommen. Mit tollen Ideen, außergewöhnlichen Erscheinungen, alles andere als durchschnittlich oder bürgerlich, und du sollst dich auch so fühlen, sehr außergewöhnlich. Also das ist dieses Kostüm. Das Leben bleibt aber nicht stehen, sondern das Leben ist in ständigen Bewegung. Und wir machen diese Schritte, diese Lebensschritte. Und jedes siebte Jahr ändert sich etwas in unserem Leben. Wir bewegen uns in einen anderen Boden. Das sind die Lebensabschnitte, diese sieben Jahren Perioden. Dein Leben hat
Also mit dem Tierkreiszeichen Wassermann begonnen. Und du machst diese Lebensschritte, was nicht nur zu dem Tierkreiszeichen zugeordnet ist, sondern auch in die Häusersysteme. Und ich habe danach geschaut, welche Boden bewegst du dich gerade. Und diese neue Lebensphase hat gerade eben begonnen. Und das ist die Tierkreiszeichen Skorpion. Das ist dein Boden. Und damit magst du neue Lebenserfahrungen. Welche Lebenserfahrungen hast du gerade mit Skorpion? Die inneren Kraft. Das ist die Pluto-Energie, was die Skorpion vermittelt. Aber auch Mars, die Durchsetzungskraft. Beide kommen zusammen. Die inneren Kraft und das Licht in die Ruhe. In die Ruhe liegt Kraft. Und auch diese Durchsetzungskraft. Und du befindest dich gerade in diesem Prozess der Transformation. In erster Linie handelt es sich um Gefühle. Die Skorpion hat auch mit Gefühlen etwas zu tun, weil es gehört zu Wasserelement. Gefühle wie Schuldgefühl, Zweifel, Angst, all das sollst du zurzeit transformieren, loslassen. Weil das sind die größten Stolpersteine in unserem Leben. Warum? Weil wir Menschen haben ein Energiefeld. Man könnte sagen Aura. Es ist zwar unsichtbar, manche Menschen können das auch wahrnehmen und sehen, aber im Regel ist es unsichtbar, aber es gibt dieses Energiefeld. Und dieses Energiefeld, das hat jeder. Dieses Energiefeld entsteht von uns selbst. Von unserem Inneren kommt es. Und dieses Inneren entsteht aus Denken und Fühlen. Und so wie wir denken und wie unserem Gefühlszustand ist, ändert sich immer wieder mal dieses Energiefeld. Deswegen ist sehr wichtig, positiv denken und angstfrei leben. Dadurch ändert sich schon die Energiefeld. Und es ist nichts anderes wie unsere Ausstrahlung. Und wenn das im Einklang ist mit Tierkreiszeichen Wassermann, dann hast du eine selbstbewusste Auftreten. Und warum ist das so wichtig? Weil es gibt ein kosmisches Gesetz. Alles, was wir ausstrahlen, ziehen wir auch an. Das ist die Anziehungskraft. Das heißt, wenn du ständig mit Problemen beschäftigst, dann ziehst du immer mehr Probleme an. Wenn du Angst hast von Beziehung oder Verlustängste oder zweifelst an die Liebe, was bedeutet dann nach Zweifel? Zwei, es trennt sich. Das heißt nicht, dein Herzensmann von dir trennt, aber dann kommt dieser Rückzüge. Anziehen, abstoßen, anziehen, abstoßen. Es ist durch dieses Energiefeld, weil da entsteht Zweifel oder Angst. Das kann auch sein Angst sein oder sein Zweifel. Und von diesen Gefühlen sollte man verabschieden, das loslassen oder transformieren. Und genau in dieser Periode bewegst du dich zurzeit diesen Prozess der Transformation. Und über die Tierkreiszeichen Skorpion herrscht der Planet Pluto auch, das ist die innere Kraft und das ist die regenerierende Kraft, was das Leben erhalten bleibt. Und damit diese Regeneration kommt, Pluto kann gar nicht erlauben, etwas mitzuschleppen, was stören kann, sonst verliert die Kraft. Dann kann dieser Wunder nicht geschehen, die Regeneration. Und da vielleicht erstmal Gedanken machen, was stört dich im Leben? Dann schreib das vielleicht auf.
Mach Gedanken, welche Menschen sind die Störfaktor, weil sie dein Zeit rauben oder dein Geduld oder dein Kraft rauben, sind Störfaktoren. Dann überlege das, was machst du dann? Du hast zwei Möglichkeiten, beziehungsweise drei Möglichkeiten. Entweder schleppst du das alles mit und ändert sich nichts, dann verlierst du die Kraft und stärkst anderen. Oder sagst, stopp, ich trenne lieber, dann kannst du von diesem Kontakten trennen. Die dritte Möglichkeit ist, Nein zu sagen, wo du mal sagst, heute habe ich keine Zeit. Punkt. Nicht entschuldigen, auch nicht erklären zu wollen, sondern nur so mitteilen, nein, heute geht es nicht. Du musst dich niemand rechtfertigen. Dann, was kann dich stören, dein inneren Kraft? Eine Gewohnheit, was du längst aufgeben wolltest oder aufhören wolltest. Ich weiß nicht, welche Gewohnheit du hast, was dich stört. Es könnte zum Beispiel Rauchen sein oder sowas. Also überleg mal, welche Gewohnheiten möchtest du verabschieden. Dann hol deine Kraft und beginn damit, das zu verändern. Was kann noch deine inneren Kraft rauben? All das, was deine Ruhe raubt. Weil woran liegt die Kraft? In die Ruhe liegt die Kraft. Was stört deinen Seelenfrieden? Was stört deine Ruhe? Das kann Zweifel sein, das kann Angst sein, das kann Schuldgefühlen sein. Diese Art von Emotionen. Dann hast du mal da aufgeräumt und immer mehr spürst deine Kraft. Und in diesem Prozess befindest du dich durch diese Lebensphase Skorpion. Ich habe auch sein Horoskop angeschaut, in welcher Lebensphase er sich gerade bewegt. Er hat Jungfrau-Aszendent, das heißt, er hat diese Jungfrau-Eigenschaften schon an sich, so ist er wahrgenommen. Und damit hat sein Leben begonnen. Und mit seinen Lebensschritten bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Stier. Und diese Tierkreiszeichen Stier-Lebensphase hat bei ihm auch gerade begonnen, angefangen. Und das heißt Sicherheit, Stabilität, Finanzen und Gemütlichkeit, Ruhe, Gemütlichkeit. Kann die Neigung sein zum Eifersucht oder Besitz ergreifen, das kann passieren, aber er bewegt sich gerade in diesem Prozess. In diesem Boden. Das heißt, da hat er jetzt Erkenntnisse in den kommenden Jahren. Wird ein wichtiges Thema sein. Es wird ruhiger von seiner Seite aus. Was noch interessant ist, er spiegelt auch etwas. Weil die beiden Tierkreiszeichen, Skorpion, Stier, liegen gegenüber. Das heißt, dieser Boden, diese Erkenntnisse, was ihr habt, spiegelt etwas. Du kannst ihm etwas geben, er kann dir etwas zeigen und so kommt ihr näher. Aber zurück zu dem Tierkreiszeichen Skorpion, wo gerade deine Erfahrungen machst, weil dein Lebensschritte gerade in diesem Boden sich bewegt, ist nicht nur die Transformation, diese regenerierende Kraft, das innere Kraft zu verspüren, sondern es ist auch die Sexualenergie, befreit zu sein. Die Sexualität steht unter dem Pluto-Einfluss und die Tierkreiszeichen Skorpion hat einen Bezug dazu. Und es ist auch die Befreiung, es ist auch die regenerierende Kraft. Aber auch die Tiefschlaf gehört auch in diesen Bereich, weil da kommt man mehr zu dem inneren Kraft und das, was du zurzeit erlebst. Dann schauen wir weiter. Deine Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Waage, das habe ich gesagt, Mond im Tierkreiszeichen Schütze und hast Aszendent Wassermann.
Aszendent Wassermann ist nun die Tierkreiszeichen, wo in Osthorizont aufgestiegen ist, in diesem Moment, wo du geboren bist. Und diesem Aszendent, dieser Punkt, dein Geburtsmoment, ich könnte es so mal beschreiben, dein Geburtsmoment wurde von einem Stern bestrahlt, hat dich begrüßt in diesem Leben. Und dieser Stern heißt Nashira. Und die Bedeutung dieser Stern, was dich bestrahlt hat in diesem Moment, begleitet dich auch in dein Leben, weil das ist dein persönlicher Stern, Nashira. Heißt übersetzt, die die gute Nachricht bringt. Das heißt, dass du ein guter Mensch bist. Du bringst diese gute Nachricht ins Leben oder stehst in diesem Glück. Also das ist mal dein Glücksstern, könnte ich sagen. In dein Geburtshoroskop, aber wie dein Lebensumstände beschrieben hast, war nicht nur dieses Glück von Nashira, sondern es war ein gewisse anderen Einflüsse auch. Und hier steht Saturn auch in die Nähe von deiner Geburt, in deinem persönlichen Feld. Und das ist eine schwere Kindheit oder eine schwere Anfang im Leben. Und diese Saturn-Energie ist auch ein Hinweis, wie du schon sagtest, du bist Adoptivkind, also schon ein gewisser schwere Beginn, schwierige Kindheit zeigt diesem Planet an. Es ist auch rückläufig, dieser Saturn in die Nähe von Aszendent, und das ist auch ein Hinweis auf etwas Karmisches. Und die Lernaufgabe, weil mit Saturn haben wir immer Lernaufgabe, die Saturn-Lernaufgabe ist, dass trotzdem du sollst das Leben nicht schwer nehmen, sondern verspür diese Leichtigkeit. Leichtigkeit, was dir diese Aszendent Wassermann geben kann, weil das ist Luftelement und das ist sehr originell, also außergewöhnlich, mit tollen Ideen. Also verspüre mal diese Leichtigkeit. Und was noch wichtig ist, du hast in die Tierkreiszeichen Fischen in diesem ersten Haus eingeschlossen. Was bedeutet das überhaupt? Was ist ein ersten Haus? Das ist dein persönliches Feld, das ist dein Auftreten, wie du wahrgenommen bist. Natürlich, die Aszendent ist sehr, wird im ersten Moment wahrgenommen und das ist die Tierkreiszeichen Wassermann. Aber die Tierkreiszeichen spielen auch noch eine Rolle, die in diesem Haus, erster Haus, dein persönlichen Umfeld, deine Persönlichkeit beschreibt. Diese Tierkreiszeichen spielen aber auch eine Rolle. Und hier in diesem Bereich, deine Persönlichkeit, befindet sich die Tierkreiszeichen Fischen eingeschlossen. Und diese eingeschlossen zu sein, wartet darauf, befreit zu werden. Und wenn du die Tierkreiszeichen Fischen verspürst, und das kannst du befreien von dir, dann fühlst du dich befreit, dann lebst deine Persönlichkeit. Und hier in diesem Bereich, die Tierkreiszeichen Fische, was hier eingeschlossen ist, befindet sich auch Chiron. Und zurzeit bewegt sich Chiron auch im Tierkreiszeichen Fische, das heißt wiederkehrt genau da, wo in deinem Geburtsmoment auch steht. Auch rückläufig, auch etwas Karmisches. Oder die Neigung, immer in dieser Vergangenheit diesen Schmerz zu verspüren. Warum vermittelt Chiron diesen Schmerz? Weil er hat selbst diesen Schmerz erlebt. Ich erzähle die Geschichte dazu. Chiron war der Sohn von Saturn.
Und Saturn ist nichts anderes in griechischer Mythologie als Kronos, der Gott der Zeit, die Weisheit, der Gott der Schicksal, der Gott der Karma. Aber Chiron war ein unehrliches Kind zwischen Saturn und einer Nymphe. Und diese Nymphen waren junge, hübsche Frauen. Bis dann die Ehefrau Rhea hat das entdeckt, dass Saturn fremdgegangen ist und Saturn ist davongelaufen. Und diese junge Dame blieb alleine und wurde schwanger und gebar Chiron. Und wo Chiron geboren ist, war die Mutter entsetzt. Das Kind war ein Halbwesen, halb Pferd und halb Mensch. Also Mischwesen. Und in Mythologie nennt man die Kentauren. Und die Mutter verstoß das Kind, weil zu hässlich war. Und was passierte mit Chiron? Dann kam Apollo, der Sonnengott, und nahm Chiron zu sich. Und Apollo, der Sonnengott, hat Chiron erzogen, großgezogen. Und Chiron bekam eine außergewöhnliche Erziehung und hat vieles gelernt, wurde näher gebracht, die Musik, die Heilkunst. Also Chiron erwies eine außergewöhnlichen Fähigkeiten. Wurde die große Heiler und die große Ratgeber überhaupt, wurde eine Weise. Die ganze Helden und die ganze Götter kamen alle zu ihm um Rat. Später, wo er groß war, er wusste nicht, wo er sich hingehört. Zu den Göttern auch nicht, obwohl sein Vater war Kronos, der Gott der Zeit, der Gott des Schicksals. Aber diese Mischwesen, diese Kentauren, das war so anderes Volk. Und er wusste nicht, wo er hingehört. Auch diese Göttlichen nicht, auch zu den Kentauren nicht. Dafür war er zu fein und ausgebildet und zu klug und mag so eigenen Wegen. Was wichtig war, seine Wichtigkeit als Heiler und als Ratgeber und als Weise. Asklepios, der himmlische Arzt, hat die ganze Heilkunst von ihm gelernt. Später, wo er größer war, kam ein Kampf zwischen Herkules und die Kentauren und Herkules verletzte Chiron. Es war zwar nicht absichtlich, das war ein Unfall, aber dann kam die körperliche Verletzung. Und obwohl Chiron eine große Heiler war und könnte alles heilen, aber sich selbst könnte nicht heilen. Er hatte diesen Schmerz, diesen seelischen Schmerz von der Kindheit. Dann kam dieser körperliche Schmerz, weil sein Bein war verletzt. Und dieses Gefühl, er gehört nirgendwo, obwohl er sehr wichtig war in der Mythologie. Dann ging zum Zeus und bat um die Sterblichkeit. Durch seinen Vater, Saturn oder Kronos, erbte die Unsterblichkeit. Die Götter waren unsterblich. Und er wollte aber sterben, weil er hat diesen Schmerz nicht, wollte nicht mehr ertragen. Also bat Zeus um die Sterblichkeit. Und Zeus hat, na gut, dann gib deine Unsterblichkeit weiter an Prometheus, der, wo die Feuer zu den Menschen gebracht hat, die, wo die Menschen so freundlich ist. Und so gab Chiron seine Unsterblichkeit an Prometheus weiter. Und als Dankbarkeit haben die Götter Zeus, hat ihn im Himmel gesetzt und seitdem befindet sich dieser Kentaur, dieser Chiron in Tierkreiszeichen Schütze. Das ist das Symbolbild bei den Schützen, so halb Pferd und halb Mensch. Und das prägt etwas in deine Persönlichkeit in Tierkreiszeichen Fischen.
und wartet, befreit zu sein. Entweder brauchst eine Heilung oder entdeckst deinen heilerischen Fähigkeiten. Was noch wichtig ist bei den Tierkreiszeichen Fischen, weil das befreit deine Persönlichkeit, wenn da drauf etwas achtest, dass bei den Tierkreiszeichen Fischen zwei Fischen gibt. In Astronomie nennt man nördlichen Fisch und südlichen Fisch. Die beiden sind miteinander verbunden. Alpberg ist dieser Stern, was die beiden Fischen, die südlichen und nördlichen Fisch, verbindet. Was bedeutet das für uns als Erklärung, dass die beiden Fischen schwimmen? Die schwimmen ins Wasser, aber in verschiedenen Richtungen. Die eine Fisch schwimmt immer gegen den Strom und das ist sehr mühsam und hat Angst. Das ist ein Kampf im Leben. Und der andere Fisch schwimmt mit dem Strom und genießt das Wasser und vertraut auf die Wasserelement, vertraut, dass das alles ihn trägt. Und was passiert? Es schwimmt alles auf sie zu. Das sind die Glück, viele Fische geboren, haben so viel Glück im Leben, wenn sie in die richtige Richtung schwimmen. Und wie können sie in die richtige Richtung schwimmen? Wenn sie an Leben vertrauen, dass das Wasser trägt. Und das kann gar nicht passieren, weil die Fische können schwimmen. Auch im Ozean können sie schwimmen. Aber wenn sie behaupten, ich kann nicht schwimmen, ich habe Angst davon, ich brauche ein Rettungsboot, da kommen die Wellen und bewältigen das Leben nicht, dann haben die die Angst und das zieht nach unten. Und diese zwei Richtungen gibt's. Also wähl die Richtung und vertraue dein Leben, vertraue dein Schicksal. Und das Wasser trägt dich und fließt alles auf dich zu. Und dann kommt diese Heilung und das ist die Befreiung, gehört zu deiner Persönlichkeit. In diesem Bereich, in diesem Tierkreiszeichen Schütze, befindet sich dein Mond und zeigt in Richtung die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und das bedeutet, klare Ziele setzen, konzentriert bleiben, diese Ziele zu erreichen, nicht ablenken oder ablenken lassen, sondern zielbewusst, konzentriert auf einen Fokus, was man erreichen möchte. Das ist die Zentrum. Das Interessante ist, dass sein Mond steht auch in Tierkreiszeichen Schütze und exakt in diesem Gradzahl wie dein Mond. Das heißt, ihr seid seelisch miteinander verwandt. Und bei ihm ist es auch wichtig, in diesem Ziel zu bleiben, in diesem Fokus, also Ziele setzen und Ziele auch erreichen. Du hast gefragt, du möchtest glücklich sein. Woran liegt dein Glück? Wo ist dein Glück? Und das zeigt die Glückspunkt. Dein Glückspunkt befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Und das bedeutet, die Eigenschaften, die Wiedergeborenen, mutig zu sein, etwas Neues wagen. Und die Tierkreiszeichen hat einen Bezug zum Ich. Ich will, ich kann das bewältigen, ich schaffe das alles. Und diese Kraft liegt in die Tierkreiszeichen wieder. Und die Tierkreiszeichen betont das Ich. Das ist ein anderes Bewusstsein wie bei Löwengeborenen. Die Löwengeborenen sind von sich selbst überzeugt. Sie haben ein starkes, gesundes Selbstvertrauen. Bei Tierkreiszeichen spielt auch die Ich eine Rolle, aber das ist die Kraft an sich selbst. Ich bewältige das alles. Ich kann das. Ich will das. Und daran liegt dein Glück, das zu leben.
Und weil ein Teil befindet sich im ersten Haus, also gehört ein Teil auch in deine Persönlichkeit, auch mal diese Wiedereigenschaften zu leben. Und daran liegt auch dein Glück. Aber der Glückspunkt befindet sich schon, auch im Tierkreiszeichen wieder, aber im zweiten Haus. Und die zweiten Haus bedeutet Werte, Wertschätzung und Finanzen. Also steh zu deinen Werten. Dann verlangt die Wertschätzung von anderen. Dadurch verbessert sich sogar die Finanzen, weil energetisch dieses Gefühl, Selbstwertgefühl, hängt zusammen mit Geldfluss, mit den Finanzen. Nicht nur die Werte mit Geldfluss hängt zusammen, sondern umgekehrt auch. Schuldgefühl erzeugt Schulden. Da hängt die Emotionen mit diesen Ereignissen zusammen. Also darauf auch achten. Und dein Glück liegt wirklich daran, die Finanzen und die Werte und die Wertschätzung. Aber das sollst du betonen, verlangen auch von anderen und diese Kraft zu zeigen. Dieser Glückspunkt in Tierkreiszeichen wieder wird auch bestrahlt. Also wirkt auf dein Glück. Und das war auch deine Frage, wie kann ich glücklich sein? Werde ich noch überhaupt glücklich sein? Dein Glück liegt im Widder und wird von Andromeda bestrahlt. Damit ich das besser erklären kann, erzähle ich die Geschichte von Andromeda. Es gab einmal eine Königin Cassiopeia. Das ist ein Sternbild im Himmel, ganz leicht zu finden. Das ist ein W, ein Doppel-W, in die Nähe von großen Wagen und kleinen Wagen. Also gab diese Königin Cassiopeia und Cassiopeia prahlte überall, ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Die Meeresjungfrauen waren aber ganz schön zornig und haben sich beschwert bei Poseidon, bei Gott des Meeres. Das könnten sie nicht dulden. Poseidon, des Gottes Meeres, schichte die Walfisch im Königreich, die prahlende Königin zu bestrafen. Was macht dieser Walfisch? Ganz anderes, was Poseidon gesagt hat. Dieser Walfisch nahm Andromeda, die Königstochter, und fesselte in Felsen. Und Andromeda war die schöne, gefesselte Königstochter und hat auch Angst gehabt, ganz viel Angst gehabt, weil in die Nähe war Medusa, die Furchterregende. Bis dann Perseus kam mit seinem Schwert und befreite Andromeda von diesem Fessel. Und die beiden, Andromeda und Perseus, haben natürlich auch verliebt. Und dann kam Pegasus, die geflügelten Pferd, und die beiden sind davon geflogen, weil dieses Pferd könnte auch fliegen. Und diese Geschichte hat eine symbolische Bedeutung. Angstfrei leben, von Angst zu befreien, so wie Perseus Andromeda befreit hat. Und wenn du das kannst, dann hast du auch Glück. Was noch wichtig ist, in dein Horoskop zu erzählen, weil ich weiß nicht viel über deine Kindheit oder deinen leiblichen Eltern. Ich habe nur so viel erfahren, dass du wurdest adoptiert. Aber wenn ich die Horoskop anschaue, Sonne und Mond, die beiden Lichter haben zu unserem Eltern was zu tun. Sonne symbolisiert der Vater und Mond symbolisiert die Mutter. Und wenn ich das betrachte hier in dein Horoskop, die haben miteinander wenig zu tun, die beiden Lichter, obwohl wäre das harmonisch.
Mond im Schütze, Sonne im Waage. Die eine ist die Feuerelement, das ist Schütze, andere ist Luftelement, das ist Waage. Und die beiden Elementen stehen in Harmonie. Das wäre mal schön, weil das gibt dir auch, weil du hast das auch an dir, Sonne und Mond. Sonne ist das Bewusste, Mond ist das Unbewusste. Sonne hat einen Bezug zu Verstand, Mond hat einen Bezug zu Gefühlen. Und da stehst zum Harmonie, aber fehlt die Verbindung. Das ist gerade, das ist wie zwei getrennten. Also braucht man zwischen den beiden Lichtern eine Verbindung. Und wo liegt die Verbindung zwischen den beiden? In die goldenen Mitte, die goldenen Schnittpunkt. Und das ist die Skorpion. Das, was ich Anfang auch erklärt habe, in diesem Boden befindest du dich gerade. Das sind die Lebensschritte dieser Lebensphase. Also mit dieser Skorpion Eigenschaften dieser Transformation kannst Sonne und Mond miteinander vereinen. Dann kommst du zum inneren Gleichgewicht, weil das ist wichtig, die beiden Lichter. Und das hat mit Augen auch etwas zu tun, weil unserem Augen, das ist das Licht, hat auch einen Bezug zu Sonne und Mond. Die eine Auge drückt die Sonne aus, die anderen die Mondenergie, also Sonne und Mond, erscheint sogar in unseren Augen. Also, weil du etwas auch geschrieben hast, was dich gesundheitlich betrifft gerade, bringst das in Gestalt, das Ganze in Form, dann ist das Gesicht, die Haut, Hautausschlag, was du gerade erlebt hast, verbessert sich auch. Und Haut hat einen Bezug zum Saturn. Saturn herrscht über unserem Haut. Und das sind die karmischen Themen, auch befreit zu sein. Und Saturn erteilt dir eine wichtige Lernaufgabe. Nimm das Leben nicht zu schwer, sondern versuch diese Leichtigkeit, die Wassermann zu leben, diese Luftelement oder dein Waage, Sonne, auch Luftelement. Und dann kommen die Fische, was befreien sollst, diese Befreiung in deine Persönlichkeit, die Tierkreis zeigenden Fisch, in richtige Richtung schwimmen. Und das ist das Vertrauen, das Glaube, Glaube an Gott, Glaube an dir selbst, Vertrauen das Leben und Vertrauen, dass alles im Fluss kommt. Dann kommst das in Harmonie. Das ist wie ein Tanz und so vereinst du Sonne und Mond, das Mutterbild und Vaterbild, dein Bewusstes, dein Unbewusstes, dein Auge, die beiden Augen. Alles bringst du in Harmonie, im Gleichgewicht und dabei hilft dir die Tierkreiszeichen Skorpion. Aber zurück zu deinen Eltern, damit meine ich die leiblichen Eltern. Es ist zwar keine Bindung da oder Bezug da, aber du warst von beiden eigentlich herzlich willkommen, die haben dich gar nicht abgestoßen. Also ich sehe ein schönes Vaterbild, du hast sogar etwas geerbt von deinem Vater und das ist die schriftstellerische Fähigkeit, das heißt Sprache oder Schriften in Tierkreiszeichen Waage, das verleiht dir noch die künstlerische Begabung, steht in Konjunktion zu Sonne, sehr schön bestrahlt von anderen Planeten, ein Bezug zum Vater. Also das könnte für dich auch ein Talent, was für dich wichtig sein kann, ein Buch zu schreiben oder dich ausdrücken in die Sprache und da kommst du eine schöne Sonnenenergie und du hast eine sehr schön bestrahlte Sonne. Du hast keinen Konflikt da. Das heißt, und bei dem Mond genauso. Bei dem Mond genauso, dein Mond ist aber auch sehr schön bestrahlt. Und auch wenn die beiden miteinander nicht in Verbindung stehen, aber du hast wohl zu deiner Mutter, auch zu deinem Vater eine schöne innige Verbindung.
Und das möchte ich schon betonen und behaupten, dass so ist. Und warum kam das zu Adoption? Das musste andere Gründe sein. Das war nicht die Mutterliebe oder die Vaterliebe, sondern die Umstände, die Lebensumstände waren das. Und hier entsteht eine gewisse Spannung in Verwandtschaft oder in die Umgebung, wo du geboren bist. Entweder in die Umgebung, wo du geboren bist, also mit deinen leiblichen Eltern, war etwas zu schwierig, oder Spannung in Verwandtschaft. Auch die Ungerechtigkeit. Es ist viel Ungerechtes passierte. Und das schmerzt nicht nur dich, sondern auch deinen Eltern. Aber die Bezug, dein Bezug zu Mutter, dein Bezug zu Vater ist in Harmonie. Und das könntest du lebendig machen. Ich weiß es nicht, ob das möglich ist, zu Kontakt zu drehen, ob sie überhaupt noch leben. Aber das ist für dich ist vielleicht nicht erstrangig, sondern wichtig ist, dass du in Harmonie kommst. Dass du das verstehst, die Umstände waren so, vieles ungerecht gelaufen ist, durch die Umfeld, aber auch durch die Verwandtschaft, aber du hast zu beiden Elternteilen eine innige Verbindung. Die künstlerische Begabung, dieser Schönheitssinn, auch die Sprache kommt von Vater und diese hohen Ziele, Ideale kommt von die Mutter. Und das kannst du im Einklang bringen, das kannst du in Harmonie bringen. Wenn du mit diesem Talente bewusster bist, dann kannst du auch, und das ist die Kreativität und die Schönheitssinn, und das ist die Betonung von die Wagen, du bist im Tierkreiszeichen Wagen geboren, dann kommt die Wassermann-Aszendent dazu, deine tolle Ideen, deine außergewöhnliche Ideen dazu, und die Schützemond als Ziel setzen und genau die Richtung zeigt das an, die galaktische Zentrum, dass du in diesem Ziel bleibst. Und was denkst du, wo steht der Mond, die Zentrum des Galaxie, der Milchstraße, wo dein Mond in die Richtung zeigt, in deine Berufung? Und es ist sehr schön bestrahlt. Ich wiederhole, das ist sehr schön bestrahlt. Du kannst deinen Berufung leben, weil die Talentfähigkeit hast du. Versuch diese Begabung, Schriften, Sprache in Licht zu bringen. Und das ist ihr Vaterbild, aber die Sonne bedeutet auch Erfolg. Sonne bedeutet auch präsentiere das, bring das ins Licht. Also dann hast du schon die Orientierung und dann kommt das Gefühl dazu, dass in die Richtung bewegst und das ist die Schütze und die Richtung ist gezeichnet, die Zentrum, die Galaxie und von deinem Herzensmann zeigt die Mond genau in diese Richtung. Das habe ich auch erzählt. Jetzt gehe ich noch ein bisschen auf dem Karma ein, weil das hat auch eine Bedeutung, aber vorher noch etwas Wichtiges, sehr, sehr wichtig. Es gibt im Mondumlaufbahn einen Punkt. Und es ist kein Himmelskörper, sondern ein Schnittpunkt. Und dieser Schnittpunkt heißt Lilith. Und es ist nichts anderes als die weiteste Entfernung, was die Mond überhaupt erreichen kann, aus der Erde aus gesehen. Und dann kehrt zurück und nähert sich wieder zu der Erde. Und diesem Schnittpunkt, dieser weiteste Punkt, was die Mond erreicht, nennt man Lilith oder schwarzer Mond. Oder die Schwester des Mondes. Bei Schwarzmond handelt es sich nicht um Schwarzmagie oder schwarze Energie, sondern das ist wie eine Schattenseite des Mondes.
Warum ist es für dich so wichtig? Weil Mond war in deiner Geburt genau in diesem Punkt. Und das wirkt etwas an dir. Weil in diesem Lilith-Energie wird gezeigt unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, unsere Träume, unsere Visionen. Aber wir Menschen neigen dazu, das zu verneinen. Weil entweder haben wir Angst davon oder wir denken, wir können das gar nicht erreichen. Das ist so weit weg. So fühlt sich das an. Und dein Mond ist so weit weg. Weil, wie ich schon sagte, in deiner Geburt war die Mondbewegung genau in diesem Schwarzmond, in diesem Lilith. Gehört aber zu deiner Persönlichkeit, diese Lilith-Energie, weil das bist du als Frau auch. Und das ist diese göttliche als Frau, diese Göttin an dir, diese Lilith. Aber zurück zu Gefühlen, was für Gefühlen entstehen bei diesem Lilith-Einfluss? Die Wünsche, beruflich erfolgreich zu sein, die Sehnsüchte an einen bestimmten Mann oder die Träume, etwas zu erleben oder die Visionen, was wir verwirklichen wollen. Das ist wunderbar, weil wenn das realistisch ist, ist es auch erreichbar. Aber mit dieser Lilith-Energie neigen wir dazu, zum Sagen, ach, ich kann das sowieso nicht. Ich bin dazu nicht gut genug. Ich habe das nicht verdient. Oder bei Liebe könnte ich dann sagen, ach, er ist so weit weg, das hat eh keinen Sinn. Bei Berufung kommen so Entschuldigungen, ach, ich bin zu alt dazu, oder ich habe die Ausbildung nicht, oder ich habe einen stabilen Arbeitsplatz, warum sollte ich das aufgeben, um meine Berufung zu leben? Wir begründen das, warum wir das ablehnen. Und das Gefühl, dieser Wunsch, diese Sehnsucht, dieser Traum, diese Vision, dieses Gefühl bleibt erhalten. Und dieses Gefühl entsteht bei dir immer wieder. Besonders bei deiner Berufung, weil das befindet sich in deiner Berufung. Und dazu kommt noch, dass dieser Lilith und Mond im Tierkreiszeichen Schütze steht mit Jupiter in Verbindung. Und das ist auch was Karmisches, weil Jupiter ist auch rückläufig. Und diese Verbindung nennt man ein als Quinkungs. Und da entsteht eine Hin- und Hergerissenheit. Soll ich nicht, kann ich nicht, ich weiß es nicht, vielleicht. Und entsteht eine innere Unsicherheit. Und weil Jupiter rückläufig ist und mit dieser Verbindung zeigt auch was Karmisches an, das heißt, du hast diese Ziele auch im früheren Leben gehabt und du hast es nicht verwirklicht und jetzt zweifelst an dir und deine Lernaufgabe, diese inneren Zweifel überwinden und sagen ab sofort, doch, ich erreiche das. Ja, warum auch nicht? Und dann kommst in Berührung zu deinem Glück im Widder. Weil Widder ist dafür bekannt, wenn von etwas begeistert ist, startet sofort. Ein Widder zweifelt nicht daran, ein Widder überlegt auch nicht, kommt die Impuls, die Begeisterung und setzt sofort in Tat um. Und daran liegt dein Glück und daran liegt deinen Werten. Und somit siegst in dieser Verbindung zwischen Mond, Lilith und Jupiter, wo eine gewisse Zweifel dasteht und hier handelt es sich um deine Berufung,
das als Ziel setzen, du wünschst es, aber du zweifelst daran, ob du das bewältigen kannst oder nicht. Und diese inneren Zweifel überwinden, dein Wunsch, dein Traum, deine Vision als Ziel setzen und nicht ablenken lassen und starten. Daran liegt dein Glück. Wo die wo deine Begabung ist, das ist natürlich die Tierkreis einen Waage und deine Sonne im Waage, die Kreativität, die Schönheitssinn, die Harmonie und die Merkur-Energie. Und Merkur hat mit Sprache etwas zu tun. Die künstlerische Sprache oder Schriften, das ist die Begabung. Und jetzt zur Zeit bewegt sich die Planet Uranus im Widder. Aktiviert dein Finanzbereich, aktiviert deinen Glückspunkt und spiegelt etwas zu deinem Talent. Und das ist die schriftstellerische Begabung. Das ist diese Kunst, was du hast. Mit Sprache dich richtig ausdrücken, die schöne Sprache. Das sind die Talente und die Spiegel hast du und genau daran liegt auch das Glück. Was die Lilith und Mond, diese Sehnsüchte, Wünsche, was du auch fühlst, auch in die Richtung zeigt, die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, und das hat eine Botschaft, setz das als Ziel und lass dich nicht ablenken und zweifle nicht daran, sondern zielbewusst in die Richtung bewegen. Das ist deine Berufung, da hast du die Aufgabe, das als Berufung leben. Die Talente habe ich gesagt. Die Tierkreiszeichen Schütze spielt auch eine Rolle. Das kann auch eine Richtung sein und das hat eine Verbindung zum Ausland. Schütze steht zu Ausland. Aber Schütze steht auch für höhere Bildung. Schütze steht auch zum Spiritualität, zu Religionen, aber auch zum Heilung. Nicht vergessen diese Geschichte von Chiron, der große Heiler. Also das kann auch eine Richtung sein. Was noch wichtig ist, dass dein absteigender Mondknoten, was die alten Karma beschreibt, befindet sich auch im Schütze. Das heißt, diese Chancemöglichkeiten war schon mal da und jetzt wiederholt sich die Schicksal in diese Richtung gehen und diesmal daran nicht zweifeln, diesmal ist es nicht aufgeben und so in die Richtung bewegen. Und versuche, eine wunderschöne Bild entwickeln zu deinen Eltern, zu deiner Mutter, zu deinem Vater und verstehen, dass die Umstände ungerechte Art und Weise so waren, das prägte deine Kindheit, was nicht einfach und sehr schmerzhaft für dich erscheint. Und versuch das im Harmonie bringen, im Einklang zu bringen und auch wenn die beiden keine direkte Verbindung haben, die beiden Lichter, was Mutter und Vater symbolisiert, vereine die beiden in dir selbst. Und das ist für dich dann wie eine Neugeburt und da lebst du das und lebst deine Persönlichkeit. Noch etwas Wichtiges. Ich habe die Mondknoten erwähnt, also die alten Karma, die absteigende Mondknoten symbolisiert, befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Und dein aufsteigender Mondknoten, was deine neue karmische Lernaufgabe ist, befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Hat auch eine Bedeutung. Das kannst du so vorstellen, dass wir haben alle Tierkreiszeichen an uns. Egal in welche Tierkreiszeichen wir geboren sind oder welchen Aszendent haben, das ist natürlich ausgeprägter. Aber ein Teil haben wir von allen Tierkreiszeichen, sogar unserem Körper ist so aufgebaut. Das beginnt im Kopf mit Widder und endet unten im Fußsohle im Tierkreiszeichen Fisch. Die ganze 12 Tierkreiszeichen haben wir sogar in unserem Körper. Und doch etwas fehlt uns.
Und das ist die Aufgabe, die karmische Lernaufgabe, das Kennenlernen, an eigenen näher zu kommen, damit wir vollständig sind. Und genau das symbolisiert die karmische Lernaufgabe und hier befindet sich die aufsteigende Mondknoten. Und dein Geburtshoroskop steht die aufsteigende Mondknoten in Zwillingen. Also das, was dir hilft, dein Leben vollständig erfüllt, glücklich zu gestalten, Richtung Zwilling. Und das hat auch mit Sprache etwas zu tun. Das hat auch mit Schriften etwas zu tun, weil über die Tierkreiszeichen Zwillinge herrscht der Planet Merkur, der Planet die Sprache, die Kommunikation, die Schriften. Und das befreit dich auch, weil das hast du die Boden. Das ist der tiefste Punkt im Horoskop. Zwar strebst nach die Höhe, sollst du auch, das ist die Schütze, das kennst du auch von alter Karma her, diese hohe Ideale, hohe Ziele zu verwirklichen, aber wo schaffst du die sicheres Boden, die Verwurzelung, wo auch deinen Ahnen liegen, da wurdest du auch wir rausgerissen von deinen Wurzeln und deiner karmischen Aufgabe, Lernaufgabe, diese Verwurzelung zu finden. Das ist der tiefste Punkt, die Horoskop, das ist die Zwilling. Entdecken, entdecken an dir. Und da hast du auch die Fähigkeiten, Talente, von, auch von den Ahnen her und versuche in die Richtung Zwilling zu bewegen und die Zwillingeigenschaften zu aneignen. Damit schaffst du das sichere Boden unter deinen Füßen, die Verwurzelung, aber auch diese Merkur-Energie, die Schriften, die Sprache aneignen, das zu verwirklichen, weil mit diesem Talent, mit diesen Fähigkeiten, was du väterliche Seite von deinen Ahnen bekommen hast, da verwurzelst du etwas, da stehst du gerade. Und noch was ganz Interessantes ist, dort, wo deinen aufsteigenden Mondknoten befindet, also die karmische Lernaufgabe, richtet sich auch eine Richtung, weil wird von dem Polarstern bestrahlt, Polarstern bestrahlt deine karmischen Knoten. Und Polarstern ist nichts anderes als die Nordpol. Im Nordhalbkugel ist sichtbar im kleinen Bär. Und das zeigt eine Richtung. Das ist zum Orientierung. Das ist deine Orientierung. Und deine karmische Lernaufgabe besteht daran, diese Orientierung zu bekommen. Und das hast an dir, es muss nur entdeckt werden. Und wenn du das an dir entdeckt hast, bist du verwurzelt, weil das ist der tiefste Punkt im Horoskop. Und das vergleiche ich immer wie mit einem Baum. Da ist die Wurzel. Und oben im höchsten Punkt im Horoskop ist das Baum, was dehnt und blüht und wächst. Das sind die hohen Ziele oder hohe Ideale. Aber der tiefste Punkt, das ist die Verwurzelung. Und das ist deine karmische Lernaufgabe, das zu entdecken. Und es liegt im Zwilling und wurde vom Polarstern bestrahlt. Dazu auch eine Geschichte. Es gab eine wunderschöne Frau und die hieß Callisto. Und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verliebte sich an diesem Callisto. Und Callisto wurde schwanger und gebar einen Sohn Arkas. Und Zeus' Ehefrau Hera, die war eifersüchtig und verwandelte Callisto an einen großen Bär und verjagte im Wald. Und Callisto verirrte sich im Wald und war traurig, weil hat ihr Sohn verloren. Und Arkas, der Sohn von Callisto, wurde größer und wo dann erwachsen war, wurde auf dem Jagd, wurde Jäger und ging auf dem Jagd. Und begegnete Callisto mit ihrem Sohn im Wald.
Er war der Jäger und die Mutter war verwandelt in einen großen Bär. Kallisto entdeckte ihr Sohn und wollte umarmen, aber Arkas wusste nicht, dass das seine Mama ist und wollte das Bär töten. Bis dann Zeus kam ganz, ganz schnell und rettete die beiden. Und Zeus hat die beiden, der große Bär, das ist die Mama, Kallisto, und ihr Sohn Arkas, die kleinen Bär, im Himmel gesetzt. Und das, was wir sehen im Himmel, das große Bär und das kleine Bär. Man nennt auch große Wagen und kleine Wagen. Das ist sichtbar im Himmel. Und dieser kleine Wagen, dieser junge Arkas, hat einen Stern und das nennen wir als Polarstern. Das ist der Nordpol. Und da in diese Richtung zeigt deinen karmischen Weg. Entdecke diese Richtung Polarstern, das ist zum Orientierung und diese Geschichte dazu. Das große Bär, die Mama Bär und die kleine Arkas und diese Umstände, wie die Mama verwandelt wurde als Bär und Arkas wusste nicht, dass die Mama ist, aber die beiden wurden gerettet. Ja, Zeus hat die beiden gerettet und seitdem sind im Himmel beide sichtbar und sie sind in die Nähe. Und das war die Geschichte dazu und genau dieser Polarstern bestrahlt deinen karmischen Weg oder deinen karmischen Weg geht in die Richtung Nordpol. Was noch wichtig ist, Mars symbolisiert in weiblichen Horoskopen der Mann. Und genau in diesem, zur Zeit bewegt sich in diesem Bereich auch die Mondknoten. Also hast du da auch karmischen Begegnung in die Liebepartnerschaft. Dein Mars steht in Tierkreiszeichen Löwe. Und die Mondknoten, die aufsteigende Mondknoten, neue karmische, karmische Begegnungen oder ein Neuanfang in die Liebepartnerschaft, genau in diesem Bereich bewegt sich in Tierkreiszeichen Löwe, also aktiviert zurzeit dein Mars und das zeigt in eine karmische Beziehung an. Jetzt schauen wir mal sein Horoskop an, wie passt das mit dir zusammen. Also wenn ich die Sonne vergleiche, die Sonne hat einen Bezug zu unserem Kern, zu unserem Wesen, das ist unserem Selbst, das symbolisiert unserem Selbst. Deine Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Waage, sein Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Also von den Wesen her passt ihr sehr gut zusammen, weil Schütze und Waage harmonisieren sie sich miteinander. Eine ist Feuerelement, das ist die Schütze, und Waage ist Luftelement und Luftelement und Feuerelement sind miteinander befreundet. Also von den Wesen her passt ihr sehr gut zusammen. Er hat auch ein Sonne und Merkur-Verbindung, so wie du auch. Du hast Sonne-Mond-Konjunktion, nennt man das, im Waage. Und er hat Sonne-Merkur-Konjunktion, Sonne-Merkur-Konjunktion bei dir im Waage und bei ihm Sonne-Merkur-Konjunktion im Schütze. Das heißt, Sonne und Merkur wirkt zusammen. Bei dir ist das sehr schön bestrahlt. Du hast da die Talente, Fähigkeiten. Und das ist die Sprache, die Kommunikation. Bei ihm ist das die Hindernisse. Er kann sich nicht richtig ausdrücken oder kann nicht von Gefühlen sprechen oder kommen
Ungerechtigkeit oder alten verletzten Gefühlen dazu. Er traut sich nicht jeder, er kann sich von sich nicht öffnen. Er hat da ein Problem, was die Kommunikation betrifft. Natürlich wirkt das auch auf die Partnerschaft, weil das muss auch funktionieren, die Sprache. Von Wesen her passt ihr sehr gut zusammen. Ihr könnt auch miteinander gut reden, aber du kannst es ihm besser, bei dir fließt das alles. Er hat da Hemmungen oder da entsteht eine gewisse Spannung. Er kann sich nicht ausdrücken. Also da liegt seinen Themen, seinen Schwierigkeiten. Von dem Mond, was die Gefühle betrifft oder diese seelische betrifft, ihr habt das genau das gleiche Mondstellung, das habe ich gesagt. Beide Schütze, beide in gleichen Gradzahl auch, beide zeigt in die Zentrum der Galaxie, unsere Milchstraße, da habt ihr die Einklang. Was die Aszenden betrifft, das ist die Anziehungskraft, der erste Blick, die Sympathie, das entsteht Jungfrau, Wassermann, das ist nicht das Optimale, aber es ist auch keine Spannung, sondern entsteht eine gewisse interessante Mischung. Du gibst dich anderes oder du hast ein anderes Auftreten wie er, da ist er ein bisschen schüchtern oder zu kritisch zu sich selbst, du bist da ein bisschen mehr Leichtigkeit oder erscheinst du interessanter, aber dein Saturn, natürlich, das bremst alles im Bereich, in die Nähe von Aszendent, dass da auch eine gewisse Strenge da ist von deiner Seite aus. Oder, wie ich schon sagte, hier ist auch eine Lernaufgabe, das Leben nicht zu ernst zu nehmen, nicht zu schwer zu nehmen, sondern du brauchst mehr Leichtigkeit. So seid ihr schon im Einklang. Und dein Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe. Das heißt, du als Frau wünschst einen Mann mit Löweneigenschaften. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass das ein Löwe-Mann sein muss, aber das, was dir imponiert, ein selbstbewusster, starker Mann, wo gerne im Mittelpunkt steht und eine tolle Ausstrahlung, heißt, dieser Typ von Mann fühlst du dich hingezogen. Mars im Löwe. Und sein Mars ist auch in die Löwe. Also da seid ihr auch im Einklang. Genau der Typ Mann, wo zu dir passt. Und dein Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Jungfrau und er hat Jungfrau Aszendent. Da ist auch natürlich eine Anziehungskraft da. Und sein Venus im Skorpion ist auch in Einklang mit dein Venus. Also wenn ich die Liebesplaneten betrachte, da seid ihr im Einklang. Von euren Wesen her sehe ich auch die Einklang. Ihr habt sehr viele Ähnlichkeiten, aber die Problem kann entstehen um die Kommunikation, weil er kann sich nicht richtig ausdrücken oder vermittelt etwas falsch oder etwas sagt er, was er später bereut oder sagt etwas, was andere vielleicht verletzt und bei dir entstehen verletzten Gefühle. Entweder sagt gar nichts oder wenn er sagt, dann ist das verletzend. Da hat eine heftigen Themen. Und das führt natürlich zu Missverständnissen. Und wenn du empfindlich bist, dann fühlst du dich verletzt. Und er hat Schuldgefühl, dass er dich verletzt hat. Was macht er? Er zieht sich zurück und geht aus dem Weg für Diskussionen. Also mit ihm kannst du nicht etwas klären, weil er will nichts klären, sondern er drückt sich von klärenden Gesprächen und zieht er sich zurück. Was männliche, weibliche Planeten betrifft, also er als Mann entspricht genau deiner Vorstellung, aber perfekt. Und du als Frau bist du auch ihm sehr anziehend, anderes, bisschen anderes, interessant. Du erscheinst ihm sehr interessant, aber da seid ihr auch im Einklang, im vollkommenen Einklang. Die einzige Missverständnis
entsteht nur über die Kommunikation. Und du bist da die Klügere, weil du bist auch diplomatisch und du kannst dich schön ausdrücken und du sorgst für Harmonie. Du bringst das immer wieder in Harmonie. Er ist ein bisschen grober. Entweder, wie ich schon sagte, er kann über Gefühle nichts sprechen oder er kann sich nicht sagen, was er vorhat. Oder andersrum, dass er etwas sagt, was er später bereut und das ist verletzend. Und dann entstehen bei dir diese verletzten Gefühle. Und mit Wagen versuchst du es immer harmonisieren. Dann hast du das Gefühl, du gibst immer nach, du bist immer diejenige, wo da die Harmonie reinbringt, fühlst du dich vielleicht sogar ausgenützt, er hat dich verletzt und du gibst ihm nach. Aber zum Verstehen, ihr passt sehr gut zusammen und da hat die Schwäche und er hat da viel zum daran arbeiten. Es ist heftigen Themen, es sind wirklich heftigen Themen bei ihm und das Entstehen aus Kindheit, aus alten verletzten Gefühlen und er kann damit nicht umgehen. Also das kann ein Hindernis sein, aber wenn du Verständnis zeigst, dann kommen auch diese Missverständnisse nicht. Und wichtig ist auch zum Erwähnen, dass er nicht absichtlich macht und dass er das auch bereut. Aber er ist nicht bereit, dazu zu stehen, dafür zu entschuldigen, das in Ordnung zu bringen, sondern er geht aus dem Weg und dann kommen die Rückzüge. Also so kann ich mal vergleichen, die beiden Horoskopen miteinander oder so erklären seine Rückzüge. Liebe Traude, das war diese Videoberatung. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.